Willkommen zurück. In einem der letzten Videos haben wir über die Arbeitsstättenverordnung gesprochen und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, wenn man Arbeitsstätten einrichtet, bereits im Vorfeld, also bei der Einrichtung, Gefahren zu beseitigen bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen. Das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr anschauen, ein paar Beispiele beleuchten. Fangen wir mal an mit den Räumen. Räume, da ist zu empfehlen, dass man bei den Räumen die vorgeschriebenen Abmessungen beachten, also vorgeschriebene Abmessungen beachten und bei den Bewegungsflächen ausreichend groß gestalten. Also, wenn zum Beispiel etwas umgeräumt werden muss, das nennt man dann arbeitsstättentechnisch eine Bewegungsfläche, weil sich dort Arbeiter bewegen. Und dann muss man schauen, dass dort ausreichend Platz ist, weil sonst zum Beispiel Menschen kollidieren können, wenn sie bestimmte Bewegungen machen und sich gegenseitig verletzen können, zum Beispiel. Dann schauen wir uns an Sicherheitsgeländer. Sicherheitsgeländer sollte man zum Schutz vor Absturz gleich von vornherein, wir reden ja über Gefahrenbeseitigung im Vorfeld, von vornherein anbringen. Also wir schauen uns an, wo könnte jemand herunterfallen und bringen direkt mal von vornherein ein Sicherheitsgeländer an, damit das gar nicht erst passiert. Dann herabfallende Gegenstände. Na, wir schauen uns die Lokalität an und stellen fest, aha, da wird auf zwei Etagen gearbeitet und von der oberen Etage kann mal auch etwas runterfallen auf die sozusagen untere Etage. Und dann kann man hier zum Beispiel den Bereich sperren, ja, dass da am besten gar keiner durchgeht, wenn das möglich ist, wenn es andere Bewegungsmöglichkeiten gibt. Oder man kann auch Sicherungen an Regalen anbringen, wenn also die Situation des Herunterfallens hier anders konstelliert ist. Wenn von Regalen etwas herunterfallen kann, dann kann man auch hier an Regalen entsprechende Sicherungen anbringen. Generell eine barrierefreie Gestaltung. Das ist so eine Grundformel, die immer gilt für Arbeitsstätten. Auch da kann man im Vorfeld dran denken. Und dann muss man immer denken an Fluchtwege und Notausgänge. Die müssen einmal vorhanden sein, dann müssen sie vorhanden, Fragezeichen, sinnvoll angelegt, Fragezeichen. Ja, wenn wir in eine Richtung eine Wahrscheinlichkeit haben, dass da Feuer ausbrennt, dann ist es nicht sinnvoll, dass der Fluchtweg genau zur Feuerquelle hinführt, sondern dass er eben wirklich ein Fluchtweg ist. Und worauf man auch immer achten muss, deutlich gekennzeichnet. Fragezeichen. Zum Beispiel, wie könnte man hier so etwas deutlich kennzeichnen? Durch optische Sicherheitsleitsysteme. Ja, das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, wo es ja mal heißt, an den Gängen gibt es Leitlinien Richtung Notausgänge. Man geht hier davon aus, dass Menschen in Panik geraten, ne, naheliegenderweise, und dass man hier einfach nur sagt, folgt diesem, der grünen Bahn zum Beispiel. Ne, das ist ein optisches Sicherheitssystem. Und dann muss man nicht an jeder Ecke überlegen, renne ich jetzt nach rechts oder renne ich nach links, sondern folgt einfach der vorgezeichneten Leitlinie. Ja, so muss man sich das vorstellen.
So, das sind Beispiele für den Fall, dass der Prüfer an der Stelle, wo es um die Arbeitsstättenverordnung geht, na, das soll man vielleicht festhalten hier, Rechtsgrundlage Arbeitsstättenverordnung, sich bei der Formulierung einklingt. Na, können Sie mal ein paar Beispiele sagen, wo das sinnvoll sein kann oder wie es sinnvoll sein kann, die Gefahren schon im Vorfeld zu beseitigen und nicht erst, wenn es wirklich passiert ist, dann irgendwas zu tun? Na, und dann kann man hier diese Beispiele nennen. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.